Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Wir spielen ein RPG-Spiel, die Siegelsteine der Balance. Das ist ein RPG, was selbst erstellt worden ist, aber nicht von mir, sondern von einem Let's Play Kollegen, den ich natürlich auch in die Videobeschreibung reinpacken werde. Das ist Burning Breath 666. Er hat mir sein Spiel anvertraut, um es einfach zu zeigen, um es zu Let's Playen, ist allerdings eine Demo. Das heißt, wir werden es noch nicht ganz zu Ende bringen können, aber auf jeden Fall schon mal reinschnuppern. Und wenn es fertig sein wird, werden wir dann weitermachen. Die Musik ist auf jeden Fall super. Ich habe schon mal reingeschnuppert. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt hier mit der Webcam aufnehmen würde, würdet ihr mich tanzen sehen. Wir beginnen einfach ein neues Spiel. Steuerung erklären. Ich zeig's euch einfach als erstes mal. Wir können uns mit dem Pfeiltasten bewegen, rennen mit der Shift-Taste und Pfeiltasten gedrückt halten, Menü öffnen und schließen mit X, bestätigen, Enter oder Leertaste. Option F1, hier kannst du dann die Tastenbelegungen verändern. Das brauche ich jetzt nicht, es passt so für mich. Nochmal erklären, ja bitteschön. 500 Jahre ist es her, seit die drei Hüterinnen dieser Welt die drei Siegelsteine der Balance an einem sicheren Ort gebracht haben. Jetzt kommt eine Rückblende. Eine beschützte den grünen, eine den roten und eine den blauen Stein. Die Hüterin des grünen Steins, die Hüterin des roten Steins und die Hüterin des blauen Steins. Die drei Hüterinnen vereinten sich, um die Welt im Gleichgewicht zu halten. Das ist völlig logisch. Hüterin des Wassers. Seid ihr alle bereit, die Steine zu verstecken? Ja, ich bin für alles bereit, sagt die Hüterin der Pflanzen. Die Hüterin des Feuers etwas aufbrausend. Ich genauso. Sehr gut. Dann sagt mir wo und macht euch danach auf den Weg. Ich werde den Stein im Zentrum der des Pflanzentempels verstecken und ihn dort versiegeln. Weise Entscheidung. Dann mach dich auf und geh zum Tempel. Kein Problem. Ich werde ihn im Kern des Vulkans verstecken und ihn ebenfalls versiegeln. Weise Entscheidung. Dann mach ich dich auf zum Vulkan. Wird nicht lange dauern. Und ich werde ihn unter dem Meer verstecken und ihn wie die anderen Steine fest versiegeln. Doch werden die drei Siegelsteine für immer beschützt bleiben? Das werdet ihr bald herausfinden. Schön, dass das Ganze auf Deutsch ist. Die Geschichte beginnt mit einem 15-jährigen Burschen, der jedes Mal Träume von realen Sachen hat. Heute ist ein weiterer Traum. Noch mehr Rückblende oder ein Traum eher? Entschuldigung. Es ist schön, wie die Welt ihren Frieden hat. Nur komisch, dass das Wetter so schlecht ist. Hä? Ach, wie schön, dass du da bist. Was willst du denn, Schatz? Ein Pärchen. Dich vernichten. Was für eine Begrüßung. Was? Du hast mich hintergangen. Dafür wirst du jetzt bestraft. Aber was habe ich denn getan? Spiele nicht die Ahnungslose, sondern kämpf! Stopp! Hurra! Du wagst es, mich anzugreifen? Schäm dich, du Lümmel! Hi-ja! Du blöde Verräterin! Fahr zur Hölle! Autsch, das tat weh! Jetzt reicht's aber! Nimm das! Surfer!
blitzt ein bisschen. Pikachu ist in der Nähe. Nein! Halt! Wir müssen aufhören zu kämpfen! Wir zerstören unseren Frieden! Wir? Nein, du! Mach dich bereit für dein Tod! Nein! Bye bye! Oh nein! Werden sich Licht und Dunkelheit wieder vertragen? Schaltet nächstes Mal ein, wenn es heißt Licht und Dunkelheit. TV. Held nimmt dein Schicksal an. Dorolf. Schon wieder so ein seltsamer Traum. Das war bis jetzt der seltsamste von allen. Hat das irgendwas zu bedeuten? Egal, ich denke einfach nicht mehr daran. Egal, ich werde den Traum einfach wieder vergessen. An einem so schönen Tag möchte ich kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich werde dann mal rausgehen. Ja, an die frische Luft. Die Blume hat keinen Geschmack mehr. Kein Geschmack mehr. Kein Duft mehr wäre es besser. Das ist lustig. Ich brauche keine anderen Kleider. Hier sind meine Unterhosen drin, Igitt. Hier sind nur nutzlose Bücher drin. Du magst eh nicht lesen. Aha. Hier ist mein Schmuck drin. Du hast Schmuck? Du bist doch ein Boy, ey. Hier ist alles völlig durcheinander. Hier sind nur alte und staubige Sachen drin. Hier ist ja nur Krempel. Das meiste da drin ist kaputt. Dann heb's doch nicht auf, du Messi, du. Schmeiß doch mal was weg. Das sind Gewürze. Das ist Geschirr ist ordentlich, sogar sauber. Aha. Der Waschbecken ist sauber. Das Waschbecken, bitte. Ich habe keine Zeit zum Kochen. Ja. Das meiste da drin ist kaputt. Ich liebe Honig. Ich habe diesen Fisch gekauft, obwohl ich sie nicht mag. Ah, ah, ah. Tomaten. Hier ist Kopfsalat. Du magst keinen Fisch und kaufst einen. Ich fass es nicht. So, was haben wir denn da Schönes? Meine Schwester Luna würde sich nicht freuen, wenn ich ihre Halsketten anfassen würde. Das denke ich auch. Hier sind pinke Unterhosen drin. Hier sind die Kleider von meiner Schwester drin. Und da gehst du dran, oder was? Nichts, was mich interessiert. Nochmal. Mit diesem Körbchen geht Luna immer einkaufen. Dieser Abfalleimer ist leer. Ja, schön, das alles vorzulesen. Wow, ich sehe gut aus. Ja, das sehe ich auch so. Dieser Abfalleimer ist leer. Nein, das geht wohl nicht. No. Ein Sack voller Gemüse. Ein sehr schwerer Sack. Ein Saftsack. Ein Klavier. Liebe Tante, wir danken dir. Ich habe keine Lust, Klavier zu spielen, du fauler Hund. Hier sind nur nutzlose Bücher drin. Da sind Gewürze drin. Diese Blume ist auch geschmacklos. So was Geschmackloses. Ich habe vergessen, das Poulette zu essen und jetzt ist es kalt. Pech gehabt. Ich habe vergessen, den Kaffee zu trinken und jetzt ist er kalt. Diese Weinflasche ist halb leer. Oh, du Säufer, du. Was hat sich da dieser Entwickler gedacht? Robin, dieser Schrank ist verschlossen. Hier ist alles völlig durcheinander. Da sind Gewürze drin. Hier sind uralte und staubige Sachen drin. Wieder mal unnötige Bücher. Habe ich das schon gesehen? Lauter Krempel. Vielleicht ist das ein Rätsel. Dieser Vorhang ist verklemmt. Na, passiert nichts. Du hast noch ein Klavier. Warum habe ich eigentlich zwei Klaviere? Das Spiel verarscht sich selbst. Das Geschirr ist ordentlich und sauber. Tatsächlich, hier ist noch mehr Schmuck drin. Hier ist nichts Interessantes für mich drin. Das Buch hat meine Mutter immer gelesen. Immer gelesen aus der Vergangenheit. Hier ist eine Weltkarte. Die ist sehr nützlich, wenn man die Welt bereist, aber ich kann keine Karten lesen. Oh Mann, ein Alphabet. Hier ist alles völlig durcheinander. Wieder mal unnötige Bücher. Hier sind Kleider von Verstorbenen. Was, die sind verstorben? Ach ja, deswegen. Aha. Deswegen das Wahre. Du erhältst einen Heiltrank. Sehr schön. Dann haben wir schon mal einen. Wird später im Spiel auch sehr wichtig sein, ich weiß es. Ja, gesagt,
Hebe sie dir auf. Diese Blume riecht gut. Ach, endlich mal eine, die riecht. Hier ist noch mehr Schmuck drin. Hier ist ein Daddybär. Der Daddybär, der Daddybär. Der kann nicht mehr. Das schmeckt ihm der Honig viel zu sehr. Tja. Es deckt sogar. Tomaten. Er mag kein Gemüse. Das verstehe ich überhaupt nicht. Warum muss ich eigentlich alle Sachen zweimal haben? Ich weiß nicht. Vielleicht hast du im Lotto gewonnen und gibst so viel Sandsacke aus, ne? Nichts als Gemüse. Fisch. Kopfsalat. Tomaten. Gemüse. Jetzt. Ich weiß alles. Oh, 10 Gold. Oh, ich bin ja so reich. Hilfe. Juhu. Dann gehen wir hier raus. Oh, ein Schmetterling. Kann ich mit dir reden, Schmetterling? Das ist die Luna. Ah, da bist du ja endlich. Hast du gut geschlafen? Eigentlich schon, aber ich hatte wieder einmal so einen seltsamen Traum. Es ging wieder ums Licht, um Licht und Dunkelheit. Genau, von Licht und Dunkelheit möchte ich... Genau, von Licht und Dunkelheit möchte ich dir auch was erzählen. So, ganz langsam. Ah, und was denn? Der Turm des Friedens ist wieder vom Bösen umhüllt. Schuld daran ist das Licht und die Dunkelheit. Sie haben einen Streit und der Turm des Friedens? Stopp! Was? In meinem Traum ging es genau um das Gleiche. Und dann hat mir noch jemand gesagt, dass ich das Schicksal annehmen soll. Oh mein Gott! Ich glaube, du bist der... Der was? Der... Oh nein, das war der Turm des Friedens. Er stürzt langsam ein. Wir müssen was unternehmen. Gehen wir zum Turm. Ich warte vor dem Ausgang dieses Dorfes. Wecke sie. Öffne das Questlog, um zu sehen, welche Quests gerade aktiv und welche zu Ende sind. Es gibt zwei Questarten, Hauptquests und Nebenquests. Das Questlog wird dir sehr hilfreich sein. Mit X, ne? Questlog. Aktive Quests. Waffen und Schild. Hauptquest. Besorge dir eine Waffe und ein Schild, um das Dorf zu verlassen. Pokédex Ende. So. Ein Baum. Ein Baum. Schön. Ich kann mich nicht bewegen. Hey! Du! Ja? Was? Was ist los? Wer? Ich? Ja, du! Trete vor die Statue. Ich bin da. Was nun? Berühre mich und du wirst mein wahres Gesicht sehen. Okay, dann werde ich dich mal berühren und sehen, was passiert. Streichel, tätschelt, streichel, krapsch, krapsch. Bing, bing. Wer bist du denn? Ich bin die Fee des Teleports. Du findest mich in allen Städten und Dörfern. Und was willst du? Ich kann die dich teleportieren, damit du nicht den ganzen Weg laufen musst. Äußerst praktisch, oder? Wie eine Abkürzung, also, das nenne ich praktisch. Also, dann teleportiere mich zum Turm des Friedens. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Ich kann dich nur in Städte und Dörfer teleportieren. Okay, dann teleportiere mich in die Stadt, die am wenigsten vom Turm entfernt ist. Das ist leider auch nicht möglich. Oh nein. Ist die weich. Wie jetzt? Möchtest du mich jetzt völlig verarschen? Nein, du kannst dich nur an diese Orte teleportieren, wo du schon mal gewesen bist und mich auch schon gefunden hast. Oh mein Gott. Das ist doch überhaupt nicht praktisch. Also ich muss dich in den anderen Dörfern und Städten zuerst berühren, damit ich mich dann dort sofort hin teleportieren kann. Korrekt. Aber jetzt, jede Reise mit mir kostet dich ein Teleporterkristall. Die findest du in den Schätzen und in den Läden. Och nein, warum verlangst du wegen diesen kurzen Teleporterreise so viel Geld? Also, Kristalle, ne? Nichts auf dieser Welt ist umsonst und ich würde ohne diese Kristalle zu Staub zerfallen. Weise Worte. Gut, dann zerfall doch. Dann kann ich die Statue umsonst benutzen? Ohne mich geht das natürlich nicht. War mir schon klar. Also dann bis später an einem anderen Ort. Vielleicht? Alles klar. Doch bevor du gehst, möchte ich dir noch ein paar Kristalle umsonst geben. Hier, bitte. Du hältst 3 Teleportkristalle. Vielen Dank. Kein Problem. Bis dann. Tschüss.
mein Gott. Ein sehr kleiner, aber feiner Brunnen. Stürze dich hinein und schau, was passiert. Ach, ein Stall? Ein Stall. Gespaltenes Holz. Gespaltenes Holz. Es ist so viel los. Hallo. Hast du das Erdbeben auch gerade gemerkt? Ich hoffe, es ist nicht alles zu schlimm. Es ist nicht allzu schlimmes. Text. Text, 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 Text. So viel. Oh Mann. Da ich ja ein bisschen schon was weiß, kann ich schon mal dahin gehen. Du Kuh, du stehst davor. Du erhältst einen Heiltrank. Hallo Kuh. Du Kuh redest nicht mehr mit mir. Na, na, stell dich doch einfach im Weg rein. Hallo Schmetterling, hallo Wald. Hier dürfen nur Kämpfer mit dem Ladeschlüssel herein. Wir haben aber keinen Ladeschlüssel. Also dürfen wir da noch nicht rein. Das ist so logisch. Darf ich mal mit dir reden? Eine Frau. Der Eintritt ist für fremde Leute hier strengsten untersagt. Ich bin hier fremd? Was? Ich wohne hier seit 26 Jahren. Nein, 15 Jahren. Ich bin ja 15. Genau. Ich bin 27. So. Aha. Such dir ein Bett aus. Gute Nacht. Hm. Oh, nein, geht nicht. Okay, okay. Mhm. Das sind sehr viele schöne Sachen. Das Geschirr ist noch schmutzig. Kein Bedarf. Wie ich, so viel ich weiß, war hier eigentlich, glaube ich, gar nichts. Bier! 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 Sehr schön. Bier ist sehr lecker. Bier ist Nektar des Lebens. Komm her. Der Mann. Dieser Tag ist wundervoll, bis auf das Erdbeben, das mich aufgeweckt hat. Obwohl es voll etwas Schlimmes war? Ja, es war wahrscheinlich schlimm. Mein Sohn ist schwer krank. Könntest du mir einen Gefallen tun und mir ein Elixier bringen? Natürlich nicht. Ich werde Ihnen eins bringen. Warte so lange hier. Vielen Dank, ich werde warten. Mir ist so furchtbar langweilig. Wärst du so gut und spielst mit mir Verstecken? Ja, gerne. Ja, ich habe gerade voll Lust drauf. Also lass uns anfangen. Cool. Also mach deine Augen zu. Wenn du mich viermal finden kannst, dann ist gut. Ich werde mich nur außerhalb der Stadt verstecken. Du musst also nicht in Häusern suchen. Eine Miezekatze. Die Nyankat. La la la, ist das schön hier. Oh. Ein Gefängnis. Die Wache. Sie sagt zu mir überhaupt kein Wort. Ich sage kein Wort. Einen... Ach, nein, jetzt wollte ich die Notte, aber gut. Die Notte. Die Notte. Die Notte wollte ich sprechen. Ich liebe dieses Hotel. Ich verletze mich manchmal absichtlich, damit ich da reingab. Wow. Schnell Sprechwettbewerb. Es kostet 10 Gold für eine Nacht. Wollt ihr hier bleiben? Ja, ganz sicher. Sehr, sehr wohl. Ich gebe mein ganzes Geld für diesen Kaffee aus. Und die Hosen brauche ich nicht. Ich brauche keine anderen Kleider. Die Hosen brauche ich nicht. Ich brauche keine anderen Kleider. Och. Schade, dass ich aber viel Mühe Text gegeben hier. Dieser Abfalleimer ist leer. Ich sag euch, die Bosskämpfe, nicht die Bosskämpfe, aber die Gegnerkämpfe sind schön. Ich freue mich schon wieder drauf, die Musik zu hören. Eine Frau. Ich denke, das ist eine Nonne. Dieses Erdbeben war noch nie so schlimm wie jetzt gerade. Ich hoffe, dass es nur etwas Kleines war. Es war das Schlimmste, was jemand passieren konnte. Das ist das Vernichtende alles. Ich darf nicht in fremden Häusern Klavier spielen. Du darfst auch nicht in fremden Häusern rumschnüffeln, würde ich mal sagen. Es ist alles selber der gleiche Misttext, aber trotzdem schön. Ohne meinen Mann ist es so langweilig. Willst du einen Lover haben, aber ich bin 15 Jahre alt. Balla. Hoppala, hoppala. Der Typ, der das geschrieben hat, hat eine sehr gute Rechtschreibung. Jawohl. Dieses Buch interessiert mich nicht. Ich darf kein Schmuckling, kein Schmuck, schnüffelt nicht an anderen Schränken rum. Sabasit, du erhältst einen Eintrank. Sehr schön. Ein Mädchen, geh mir aus dem Weg. Gehen Sie mir bitte aus der Optik.
Das Geschirr ist sehr ordentlich. Och, das ist ordentlich. Och, das ist ja... Tschüss. Es gibt das so wenig. Hoppla. Hier wohnt Bruno. Le Bruno. Hallo Bruno. Hallo, ich bin Bruno, der Erforscher von Höhlen. Auf unserer Insel gibt es eine Höhle, die ich erkundet habe. Ich habe sie nach meinem Namen benannt. Die Bruno Cave. Hier ist eine Weltkarte, die ist sehr nützlich, wenn man die Welt bereist. Aber ich kann keine Karten lesen, denn ich bin ein Mongo. Was? Nichts, was ich brauche. Hier sind nur nutzlose Bücher. Oder? Nutzlose? Hier sind nur... Ja, nutzlos. Das ist nicht nutzlos. Ich liebe meinen Mann, weil er ein Höhlenforscher ist. Achso, jetzt weiß ich's. Wir müssen Höhlenforscher sein, um Frauen zu gefallen. Dieses Polett ist nicht heiß. Was? Noch heiß? Ich lese so schnell. Zum Fisch komme ich gar nicht. Ich darf nicht in fremden Häusern Klavier spielen. Nein, das darf er wirklich nicht. Du hältst den Gold. Du durchsuchst den Schrank. Was? Du erhältst den Kerkerschlüssel. Ach ja. Hoppla. Schön. I have a Kerkerschlüssel. Oh, ach ja, nein, da war nichts drin. Da ist noch oben was gewesen. Was, wieso komme ich jetzt da immer ran, Mensch? Ach ja, weil ich auf X komme. Ach ja. Ach ja. Ich hab so... auf X. Nee, irgendwie. Alter Mann, wie schön, dass es Gott gibt. Oh. Alte Frau, bitte mach keine Dummheiten in der Kirche. Oh, ich werde ganz ruhig sein. Das hoffe ich auch. In einer so schönen Kirche... Oh, ich werde... Oh, 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 ich werde einen Haufen setzen. Einen ganz großen Haufen. Ich werde sowas von die Musik stören. Schau mal. Oh, hört auf. Bitte störe mich nicht, wenn ich gerade spiele. Okay, klar. Mister spielt weiter. Gott möge dich beschützen, Bursche. Ich drücke dir ein Kreuz auf deine Stirn. Möge Gott auf deine Reisen... Halt mal! Okay. Okay. Da war eigentlich nichts Wertvolles hier drin. Nur dumme Gespräche. Ich genieße die Musik vom Klavierspieler dort vorne. Bitte, störe nicht. Hoppala. Das haben wir getan. Ich komme fast jeden Tag in diese Kirche, um zu singen und zu beten. Die Kirche ist eben mein Leben. Jo, viel Spaß, ne? Ich bin noch Christ. Ich lebe noch als Christlicher. Frau, ich habe mich für die Kirche schön gemacht. Sehe ich nicht gut aus? Ja, gut siehst du schon aus. Aber, jetzt mit der Kirche müssen wir nochmal reden. Ich habe solche Angst vor diesem Erdbeben. Ich hoffe, die Welt geht nicht unter.